So, in diesem Video geht es wieder mal um ein Beispiel für Ober- und Untersumme. Die hatten wir in den vorherigen Videos ja schon öfter mal behandelt und erklärt. Und dort habe ich da auch ein Anführungsstrichen positives Beispiel gegeben, wo man eben mal gesehen hat, oh, dass die Untersumme und die Obersumme konvergieren gegen den korrekten Flächeninhalt. Ja, also das heißt, dass diese Idee von Untersumme und Obersumme bei gnädigen Funktionen dann auch irgendwie funktioniert. Ja, ich will aber auch jetzt noch ein Beispiel zeigen, wo man dann erkennen kann, das funktioniert nicht. Und dafür betrachte ich eine ganz böse Funktion, die sogenannte Dirichlet-Funktion. Ja, also wie sieht diese aus? Das ist einfach folgende Funktion f von x. Die wählt man so, dass sie entweder 1 ist, falls x eine schicke rationale Zahl ist. Ja, oder sie ist halt 0, falls dem nicht so ist. Also falls x aus R ohne Q ist. So, das ist natürlich eine ganz krasse Funktion. Vielleicht haben Sie die auch schon mal gesehen, wenn man die versuchen würde zu zeichnen. Ja, also ich rede jetzt nur von Versuch. Ja, dann würde man die irgendwie, ja, dann würde man so einen Funktionsgraphen so aussehen lassen, dass ich also hier meine Funktionswerte habe. Hier ist also 1 und das auch 1. So. So, jetzt muss man sich überlegen, Mensch, wo ist denn überhaupt mal wo ist denn wo sind die rationalen Zahlen? Ja, die sind ja quasi überall. Ja, das ist ja dieses Stichwort, Q ist dicht in R. Das heißt, all die rationalen Zahlen sind überall dort nicht überall zu finden. Das heißt, wann immer ich ein Intervall habe, was nicht gerade Punktintervall ist, finde ich auch immer eine rationale Zahl da drin. Ja, das heißt, wenn ich diese Funktion malen müsste, müsste ich sie ja nicht so malen. Sie ist also, die Funktion ist überall, weil ich an jeder Stelle des Intervalles, ja, was ich mir gerade angucke, immer eine rationale Zahl finde, müsste ich ja irgendwo hier einen Punkt malen. Genauso gut müsste ich aber auch überall dort einen Punkt malen, ja, quasi fast an denselben Stellen. Man sieht sie halt nicht. Ich müsste also zwei Funktionsgraphen malen. Das sieht nach keiner Funktion aus. Ja, da würde man sagen, Moment mal, das ist doch keine Funktion, aber im Endeffekt ist es doch eine Funktion, weil was Sie nicht sehen können, was ich auch nicht malen kann, ist, dass überall dort, wo der Funktionswert oder wo der x-Wert rational ist, ist gerade die Funktion eben halt 1 und überall dort, wo sie nicht rational ist sie halt 0. Das heißt, sie springt ständig hin und her und wenn ich habe hier eigentlich keine durchgezogene Linie, ich habe hier nur Einzelpunkte. Ja, und was Sie nicht sehen, ist, dass ich unglaublich viele Einzelpunkte gemalt habe, statt einer Linie. Sie machen das zu einer Linie in Ihrem Kopf oder Ihr Gehirn macht das. In Wahrheit habe ich nur Einzelpunkte gemalt. Ja, können Sie aber leider nicht sehen. Ich auch nicht, wenn ich ehrlich bin, aber egal. Das ist also die Dirichlet-Funktion. Die ist natürlich so ein bisschen, ja, ein bisschen crazy und ein bisschen krank, aber eben sie ist eine Funktion, für die Ober- und Untersumme definiert ist, weil in der Definition von Ober- und Untersumme war nur gefordert, dass f eine beschränkte Funktion ist auf einem Intervall. Ja, und beschränkt ist die Funktion, sie schwankt nur zwischen 0 und 1. Das heißt, wir finden locker eine Schranke, das heißt, die Dirichlet-Funktion ist eine beschränkte Funktion, mithin müsste es zum Beispiel auch eine schicke Ober- und Untersumme geben. Na gut, dann sind wir mal ganz stumpf und wählen uns mal das Intervall von 0 bis 1 und versuchen mal die Unter- und Obersumme auszurechnen. Ja, was ist jetzt die Untersumme von irgendeiner Zerlegung? Ich nehme halt irgendeine Zerlegung und dieser Funktion f, also der Dirichlet-Funktion. So, das ist ja nach der Definition nichts anderes als folgendes: j gleich 1 bis n und dann nehme ich mir xj minus 1, das sind ja diese xj sind ja Teil dieser Zerlegung. Ne? Darauf gehe ich mal nicht ein, das hatten wir schon in den vorherigen Videos. Und jetzt hier war ja nach Definition das Infimum aller Funktionswerte x, für die gilt x ist aus ij. So, und das ist natürlich jetzt die Stelle, wo wir hingucken müssen. Ja? Bei der Breite des Rechtecks können wir irgendwie wenig sagen, weil das ist ja eine ganz allgemeine gewählte, eine ganz allgemein gewählte Zerlegung. Also es ist einfach xj minus xj minus 1. So. Ja, aber hier über das Infimum müssen wir jetzt reden. So, ij, was ist das für ein Intervall? Wenn Sie in dieses Video gucken über die Zerlegung, werden Sie sehen, dass ich gesagt habe, diese xj sind alle echt kleiner dem Vorgänger. Echt größer als der Vorgänger. Das heißt, diese Intervalle ij sind alle
keine Punktintervalle, es sind Echtintervalle. Die Länge von i j ist immer echt größer 0. Ja, kann sehr, 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 sehr klein sein, aber nicht, es ist kein Punktintervall. Und wenn es kein Punktintervall ist, dann findet man in diesem Intervall auf jeden Fall eine irrationale Zahl. Das heißt, ich finde einen Funktionswert 0. Das heißt, das Infimum, was ich dann finden kann, ist 0. Weil ich auf jedem echten Intervall eine Zahl finden kann, die nicht rational ist. So, und dann kommt hier 0 raus. Toll. Also das heißt, das ist das. Jetzt habe ich mir natürlich noch die Obersumme anzugucken. Das ist im Prinzip wieder dasselbe, nur in grün. Wieder dieselbe Summe. J gleich 1 bis n erstmal. Und dann wieder dieselbe Intervallbreite. Xj minus xj minus 1. Aber jetzt muss ich mir das Supremum angucken. Von diesem Intervall, das Supremum der Funktionswerte auf diesem Intervall x ist aus ij. So, wenn ich das so habe, dann habe ich jetzt wieder dasselbe Argument wie eben. Ja, ich weiß, dass mein Intervall, über das ich gerade spreche, kein Punktintervall ist. Also ist ein Intervall, was eine echte Länge hat. Länge größer 0. Und dann weiß ich auch, weil die rationalen Zahlen liegen dicht in den reellen Zahlen, ja, das ist der bekannte Satz, dass ich dort auch immer eine rationale Zahl drin finden muss. So, das ist toll. Ich finde dort also eine rationale Zahl. Das heißt, der höchste Wert, den ich finde, wird auf jeden Fall 1 sein, weil ich auf jeden Fall irgendeine rationale Zahl werde ich finden. Das heißt, das Supremum ist hier dann 1. Das ist dann also diese Summe hier plötzlich. J gleich 1 bis n und dann xj minus xj minus 1 mal 1. Hoppla, das ist besonders einfach. Dann habe ich nur noch xn minus x0 und das ist nichts anderes als 1 minus 0 und das ist 1. So, hoppla, was ist jetzt passiert? Also, wir haben festgestellt, dieses Supremum hier, ja, ist immer 1, weil ich eine rationale Zahl in jedem echten Intervall finden kann. Ja, also jedem Intervall, was kein Punktintervall ist, finde ich immer eine rationale Zahl, also muss dieses Supremum 1 sein. Das ist toll. So, was habe ich denn, das heißt, hier dieser Term ist quasi weg. Jetzt habe ich also nur noch diese Summe von xj minus xj minus 1 und das summiert von j gleich 1 bis n. Das ist so eine berühmte Teleskopsumme, das hebt sich also alles weg. Das, was überbleibt, ist der letzte Term, xn, und der erste Term, aber mit einem Minuszeichen. Ja, weil es da keinen Gegenpart gibt. Also der hat keinen Gegenpart und der hat keinen Gegenpart. Und dann muss man noch auf die Vorzeichen achten und siehe, da steht da also xn minus x0. Und das ist nichts anderes als 1 minus 0, das ist 1. So, das heißt, hier gilt immer noch, die Untersumme ist auf jeden Fall kleiner gleich der Obersumme, so wie das immer sein muss. Aber in allen Fällen, egal wie ich die Zerlegung gewählt habe, kommt bei der Untersumme 0 raus und bei der Obersumme 1 raus. So, und das unterscheidet eben halt das, die Dirichlet-Funktion von dem vorherigen Beispiel, was wir da hatten, über, wo wir Untersumme und Obersumme ausgerechnet haben. Dort war es ja so, bei dem vorherigen Beispiel war es so, die Unter- und Obersumme, wenn wir die Feinheit kleiner werden lassen, wenn wir die Intervalle also immer schmaler wählen, dann konvergieren die gegen denselben Wert. Im Falle dieser Funktion von Dirichlet können wir die Zerlegung wählen, wie wir wollen. Die Untersumme ist 0, die Obersumme ist 1. Das heißt, die werden sich nie einem Wert annähern. Ja? Und das ist ganz wichtig zu sehen, dass es auch tatsächlich Funktionen gibt, die diese tolle Eigenschaften, also diese nicht besonders tolle Eigenschaften, die man eben halt haben kann, ja? Dass diese Unter- und Obersumme sich nicht annähern. Und darüber müssen wir dann nachdenken, was es dann bedeutet für den Flächeninhalt. Was ist jetzt die Fläche? Ja, und das muss man sich dann an dieser Stelle auch mal fair überlegen. Was ist jetzt die Fläche, die hier eingeschlossen worden ist? Ja, ich habe ja eher, wenn ich hier von 0 bis 1, wenn das 1 ist, hier das angucke. Ja, was ist da jetzt die Fläche? Ja, kann man gar nicht, kann man nicht sagen, weil hier habe ich ja einerseits die Werte 0, weil überall dort, wo eine irrationale Zahl ist, ist die Funktionshöhe dort 0 und hier habe ich die Fläche. Das sieht so aus, als ob das alles 1 ist, aber das ist ja nicht. Das springt ja immer hin und her. So, und da haben wir dann ein schickes Dilemma und wir werden das in der nächsten, in den Definitionen von Integrierbarkeit dann auch so auflösen und gucken, dass wir werden also fordern,
dass Unter- und Obersumme gegen denselben Wert gehen, dann finden wir, wenn das der Fall ist, dann haben wir die Fläche bestimmt. Und die Fälle, wo das nicht der Fall ist, da werden wir dann sagen, oh, das ist eine Fläche, die wir nicht berechnen können oder die wir nicht vernünftig angeben können. Ja, das ist ein kleiner, aber feiner Unterschied. Wir können die Fläche nicht vernünftig angeben, jedenfalls nicht mit dieser Begrifflichkeit der sogenannten Riemann-Integrierbarkeit. Okay, das soll es gewesen sein. In dem nächsten Video wird es dann wohl darum gehen, diesen Begriff der Integrierbarkeit nach Riemann zu definieren.